Ja, diese kleinen Flugwespen kennt jeder. Und ich bin aber jetzt auf etwas Größeres scharf. Vor, ich glaube, 3-4 Jahren hat die Naturschutzbehörde bei mir mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Und wir hatten so viele Semester, die sich gut entwickelt haben. Und jetzt in meiner Kalarut habe ich Einhornnessennest. Und das möchte ich euch mal zeigen. Was wir jetzt sehen, ist der Eingang von dem Hornissennest oder des Hornissennestes. Und entgegen meiner Erwartungen habe ich jetzt also mehrere Eingänge. Man kann das da auch sehr gut sehen. Die werden alle bewacht. Die Tiere sind sehr friedlich und ausgeglichen, sehr hübsch anzusehen, ganz sonorer Ton. Und sie haben also hier meine schöne Dachkonstruktion genutzt, alles schön verbaut, mit Zellulose, glaube ich, ist das, die sie verwenden. Und es geht also hier rüber, hier den Bereich, dann geht es hier lang. Also man kann sagen, wenn ich nachlässig gearbeitet haben sollte beim Errichten meiner Kalarut, so ist diese jetzt winddicht. Zum größten Teil. Position gewechselt und wir betrachten das jetzt aus einem etwas anderen Winkel. Und man kann also hier erkennen an dem Spalt, dass dieses Nest hier weitergeht. Und sich also hier an der kompletten Dachkonstruktion unter dem Dach, zwischen Ringanker und Dach, weiter bewegt. Sehr schön zu sehen, dass sie sich das hier den Balken auch genommen haben und hier drumherum gebaut haben. Gehen also hier rum. Hier zwischen den Brettern kann man also auch sehen, dass sie hier durchgebaut haben. Und hier geht es also dann auch weiter. Ich gehe jetzt mal runter von der Leiter. Also sie gehen also jetzt hier praktisch von hier darüber, hier komplett unterm Dach entlang. Bis hier. Eine beachtliche Länge. Das sind 2,50 Meter, knapp 3 Meter ist das Nest lang. Sehr, sehr schön. Das mal an. Sie werden ja das Nest im nächsten Jahr nicht wieder beziehen. Das bedeutet, so wie sie das jetzt alles dicht gemacht haben, kann ich davon ausgehen, dass das also auch so bleibt. Und sie werden sich wahrscheinlich im nächsten Jahr eine neue Lücke suchen und die weiter ausbauen. Wer sich wundert, dass wir hier die Schuhe der Traufe hängen haben. Das sind Nestschuhe für den gemeinen Sperling. Ja, danke, liebe Wespen. Nein, Quatsch, Hornissen. Wespen haben wir jetzt woanders. Okay.
Okay, übrigens, die Proteinversorgung ist gedeckt, denn hier unten gleich habe ich, das ist ein neuer Ableger und das ist der sehr erfolgreiche Ableger vom letzten Jahr, die Clara. Und wer die Hühner im Hintergrund hört, ja, das sind meine Hennen und der kleine Schwarz-Weiße von der Rasse Coffee and Cream, das ist der Willi. Hier haben wir also Helene, Doro und Dotti. Legen übrigens schon fleißig Eier. Ja, ich möchte mich bedanken für euer Interesse und würde mich freuen, wenn irgendjemand von der unteren Naturschutzbehörde mal vorbeischaut, um das Hornissennest zu dokumentieren. Bis dann, euer Christian.